Eine Frage, hat sich jemand gemeldet wegen Hass oder so? Ich wurde schon zweimal gemeldet. Ja, ich wurde auch schon gemeldet. Ja, ich auch. Jeder, Ja, glaube jeder ich. wurde, glaube ich, gemeldet einfach schon. So, den tune ich auf ZV. Ja. Aber das untere lassen. Nee. Ich wollte es mal austesten, ob es die richtige ist, ja. ZV und auf Sprint zum Feuer und Tempo. Aber voll, ne? Ja, voll immer. Okay. Also immer voll. Die Hochgeschwindigkeitsmunition 556. Ja. Die tunst du gar nicht. Okay. Dann Phase 3 Griff. Wie sieht der aus? Also, was ist das für einer? Weil es gibt 1000. So ein Da ist langer ein oder Loch in der ein. Mitte. Da ist ein Loch in der Mitte. So ein bisschen wie Kommando Ah, hab Vordergriff. ihn, hab ihn, hab ihn, ja. Was war da, was bringt denn eigentlich? Stabilisierung von Rückstoß, ne? Okay. Da gehst du auf maximal Untätigkeit, Zielstabilität. Ja. Und das andere lässt du. Schwerer Komodo-Mündung. Ja. Da gehst du auf maximale Waffenrückstoßkontrolle. Unten also, ja. Ja, und das andere lässt du auch. Okay. Und den 14,5 Tundra Pro Lauf. Ja. Und da nichts machen? Und da kann, also da ist jetzt hier in dem Fall ist da maximal effektive Reichweite gemacht worden. Wenn es dir zu langsam ins Visier geht, kannst du aber auf ZV machen, würde ich sagen. Je nachdem. Okay, der hat wirklich überhaupt keinen Schuss. Ist krass, ne? Das ist wirklich krass, Also ja. die Scar hat mir wirklich am meisten gefallen von den ganzen Waffen, fand ich. Digga, Ja. auf den letzten hinten, du musst wirklich nicht gegenhalten. Das ist überkrass, oder? Das ist schon sehr tough, ja. Aber es ist Also, die halt hat. für Warzone interessant, weil 30 Schuss. Ja. Aber du könntest es ja ändern, irgendwie. Ja, aber was willst du? Du brauchst ja quasi zwei Aufsätze eigentlich. Du brauchst ein Visier und Ja. du brauchst ein größeres Mag. Ja, das ist halt die Frage, ne? Was machst du dann weg? Griffband? Griffband und vielleicht die Muni, aber not sure. Ja. Griffband und Muni wahrscheinlich. Warte, ich probier's mal so aus. Visier ja safe das Schlager, ne? Das sind wir Oder uns, glaube spielst ich, du halt ohne einig. Visier, ne? Ich weiß nicht, das ist dann so Graustyle, weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, auf Range ist das schon nicht geil. Ohne, komplett ohne Ja. Visier. Da kommt da auf die Range an, ne? Ja. So, wir gehen mal auf den Schießstand. Geht okay ins Ah, Visier. ja. Du kannst ja noch das Visier auf ZV-Geschwindigkeit bauen, ne? Ja, dann verlierst du aber einen Recoil-Control, oder? Nee, ich glaube, mehr Flinch kriegst du dann. Zuckungsresistenz, ja. True. Ja. We try. Boah, ich sag's dir, wie es ist, das ist krass. Ist krass, ne? Das ist wirklich Ich auch sehr, sehr gesagt, gut. aber auch gesagt, das Sturmgewehr wird wahrscheinlich Scar sein am ehesten. Also, Mach's wenn auch ich jetzt nicht mal. dagegen drücke, warte mal, dann ist das schon Recoil auf jeden Fall. Ja, aber es ist wirklich, das ist halt so ein kontrolliert, das ist so ein richtig geiler, also den kannst du easy Ja. kontrollieren, weißt du, Also, meine? für Warzone 1 wäre das eine Trap-Waffe jetzt, Ja, aber alles hat safe. viel mehr Rückstoß in Warzone Ist auch 2. voll K, wie sie gemacht, ne? Nein, nein, nein. Spiel das Nicht? Schlager. Das ist wirklich besser, Schlager? ja. Was? Achso, Schlager, okay. Schlager einmal 4. Das ist wirklich besser als das Volker. Und machst du auf Fern? Machst du alles auf Fern? Ja, ne? Achso, das weißt du noch gar nicht, oder? Ja, doch, das weiß ich. Okay. Oh, nee, das Volker. Ich finde das Schlager besser auf jeden Fall. Ja, ich probier's nicht, ich hab's Schlager noch nie probiert. Also ich try mal Fern. Ich fand das aber nicht so geil, um ehrlich zu sein, weil das schon. Oha! Digga! Geht, ne? Das ist übergeil! Ja, ne? Bro! Disbelief. Spielst du das auf Fern? Oh ja, auf Ja, Fern ist krass. ja. Gar kein visueller Rückschuss mehr. Ja. Ja. Das schmeckt, Ja, Digga. das schmeckt wirklich. Also das ist wirklich gar kein Problem, den da zu töten auf die. Ja. Ist das eigentlich, Okay. was für eine TTK ist das, die Bots in dem Ding? Das ist nicht die Standard-TTK, oder? Nee. Nee, 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 nee. Nee, du Mehr, würde ich brauchst. Ja, sagen. safe mehr, ne? Das sieht irgendwie an wie 150 HP. Ich würde sogar noch mehr sagen. Schieß mal auf den Kopf von dem einen.
Da brauchst du 3 Schüsse oder so. Vier Schüsse auf den Kopf. Das ist eine gute Klasse tatsächlich, finde ich. Kann man sich auf jeden Fall mal merken. Ja. Ja, da, also dann ist ja Quatsch. Aber ich glaube, dann brauchst du sogar auf jeden Körperteil gleich viel. Weil ich habe auf Brust gerade auch 4 Shots gebraucht. Nee. Was sieht eigentlich interessanter? Nee. Nicht? Nee. Weil ich baue mir mal die MCPR, wie ich sie spielen würde. Ja, wie weit ist der denn weg? Kann man pingen? Nee, ne? Nee. Haben sie ja rausgenommen, weil es ja diesen Bug gab. Ah, stimmt. Hochgeschwindigkeitsmuni. Längster Lauf. Fetter Schalldämpfer. Die ist schon. Und die geht auch schnell ins Visier, ne? Dafür, dass sie 60 Schuss hat? Mhm. Und gar kein Aussatz mehr für ZV. Ich glaube, die zocke ich morgen, sag ich ehrlich, weil ich will nicht das machen, was wirklich alle machen. Mhm. Ja, ich glaube, also MCPR wird schon sein. Das ist schon sehr krass. Ist auch ganz wenig Idle Sway. Kann es richtig easy auf die Köpfe gehen. Das ist wirklich sehr easy. Und du hast halt ein 10-Schuss-Magazin, ne? Das hast du nicht vergessen bei der MCPR im Vergleich zur SPX. 10 Schuss gegen 5. Hm. Ja. Ja gut, Nachladen bei Snipers finde ich das nicht so wichtig. Ja, 5 Schuss kann schon, du fightest ein Full-Team. Das kann schon auf Range einen Unterschied machen, finde ich. Doppelt so viel Munition. Dieses, du kannst kurz nicht mehr pressuren auf jeden Fall. Und wir werden ja, denkst, also ja gut, wenn du flinke Hände spielst, dann geht's. Stimmt, du willst ja flinke Hände spielen, ne? Ich werde, denke ich, mal Fokus spielen. Oh ja, es könnte auch Scar und Sniper vielleicht. Aber willst du auch Scar und Sniper spielen? Ich würde... Oh, das wäre ein geiler Sniper-Support auch, glaube ich, ne? Scar? Ja. Der hat halt keinen Rückstoß, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie die Close Range ist. Ja, genau. Ist. Weiß halt nicht, was Close Range ist, ne? Ich will mal die Tag-V. Aber ich würde schon gern Vaznev und, ich würde schon gern Vaznev oder halt AKU spielen. Warte, ich kopiere mir mal die Klasse hier. Und mach daraus mal eine Tag-V. Tag-V wird halt langsam ins Visier gehen, ne? Gibt's da ein großes Magazin? Da gibt's einen 50er, aber Drum-Mag, das ist wahrscheinlich Ultra-Shit. Ja. Das ist wahrscheinlich Ultra-Shit. Horizontale und vertikale Rückschusskontrolle gibt's hier auch. Oh. Meinst du, man muss snipen, nennen? Nicht müssen, aber ich glaube, snipen ist schon sehr stark im Spiel. Weil die Waffen auf Range schon krass viel Rückschuss haben, ja. Aber es kommt jetzt voll drauf an, ob die Sniper halt One-Shot-Headshot ist oder nicht, finde ich. Ja. Wenn nicht One-Shot-Headshots sind, so wie es in dem Gameplay war, dann würde ich nicht sagen, dass Sniper Meta ist. Ja, also wenn die nicht One-Shot-Headshots sind, dann auf keinen Fall. Nee. Kannst du dir aber halt auch einfach nicht vorstellen, dass die nicht One-Shot-Headshots sein sollen. Ich sag dir, ich... Gerade wenn du so die ersten... Also irgendwann wackelt die ein bisschen krass rum. Oh, okay. Ich glaube, also Tag V kannst du knicken. Das Kampfgewehr? Ja. Ja, die hat ein bisschen mehr geschossen, ne? Die hat, warte mal. Boah, das ist schon... Nee, das kannst du knicken. Also die wird zwar alles und jeden wegrachen, was TTK angeht, aber das ist auf jeden Fall zu viel Rückschuss. Also wenn du nach den ersten 3 Schüssen auf das mittlere Ziel schon drüber bist, dann kannst du die wirklich knicken. Vor allem, ich habe die Sachen schon full auf Recoil Control noch gebaut. Und man kann ja sogar die hier, die geht ja sogar vergleichsweise echt schnell ins Visier, man kann ja sogar noch mehr auf Rückschusskontrolle gehen. Ja. Bei meinen Dings hier. Hier kann man nämlich nochmal auf Stabilisierung von Rückschuss gehen. Aber ohne Schalldämpfer spielt es auch komisch, ne? Oder? Ja, aber ich weiß halt nicht, ob die Sachen auf der Map angezeigt werden oder nicht. Andererseits. Stimmt, ja. In Warzone 1 war es so und in MW 2019 Multiplayer halt auch nicht. Also kann schon sehr gut sein, dass ohne Schalldämpfer das so ist. Aber die Schalldämpfer geben dir auch Recoil Control, also. Okay. Geht schon dann auch, denke ich. Ich versuche mal mit Schalldämpfer hier, warte mal. Man weiß auch nicht halt, welcher der beste Schalldämpfer ist, ne? Das steht halt überall einfach nur dabei, so Rückschusskontrolle und so. Ich habe gerade Tuning alles auf Waffenrückschuss gemacht, das hat kaum was verändert.
Also ist schon ein bisschen weniger, aber nicht so viel weniger, wie ich jetzt gedacht hätte. Aber ZV-Geschwindigkeit ist jetzt auch nicht so viel mehr geworden. Also, das hat mir gefühlt gar nicht so viel gebracht. Ja, wie gesagt, das Tunen, das macht nicht so einen krassen Ding, ne? Nee. Nicht so einen krassen Unterschied irgendwie. 40 Schussmagazin ist das größte bei der AK, das ist auch nicht so geil. Na. Aber warte mal, warum habe ich den Ja, 60 Schuss bei Scar, das ist also. Ich sag, ey, Scar sollte man wirklich im Auge behalten. Ich glaube, Scar könnte wirklich sehr interessant werden. Ja. Ich schau mal gerade die AK. Selbst wenn es erst Dingsmeter ist, erst Snipermeter, dann könnte es trotzdem danach dann irgendwie auch immer noch sein. Ja. Oh, AK wackelt krank. Raum. Mhm. Heftig. Ja, das sind alles Aussätze für. Guck dich das an. Auf Range. Wild. Ich habe alles full auf Recoil gebaut. Im Multiplayer merkt man das alles nicht so sehr, aber das ist der Grund, wieso wir sagen, Sniper wird Meta sein am Anfang. Ja, die Sturmgewehre, ich muss hier dagegen drücken, wirklich mit aller Kraft. Das ist schon alles nicht so geil. Wie schnell sind wir gerade von, wir spielen Waffen hoch, zu, wir testen auf einmal alle Waffen ausgekommen? Ja, ich habe gerade aber richtig Bock irgendwie. Ja, irgendwie macht das Spaß. Aber auch STB 556 muss ich sagen, auch nicht geil. Habe ich schon gemerkt, als ich die mal auf Longshots gebaut habe, dass sie gar nicht mal so präzise ist. Nee. Also was sollen wir noch ausprobieren? Was ich mir ausprobiert habe, M4 vielleicht noch? Ja, habe ich auch gerade dran gedacht, ja. Brauche ich mal kurz. Ich weiß halt auch nicht ganz, ob dieser Griff, den du, also Unterlauf, den du gesagt hast, ob das der beste ist. Also laut Pros halt schon, deswegen. Ja. Also den Griff spiele ich auch auf der M4, den Phase 3 Griff. Okay. Gibt's da, ja, gibt's ein 60-Schuss-Magazin? Oh, bei der M4 gibt's ja so viele lange Läufe, stimmt, welcher ist da der beste? Der Tempus Hightower? Wahrscheinlich, ne? Ich wurde gerade aus dem Dings geworfen. Ja, ich glaube, das ist der. Warte. Der Tempus Hightower, ja. Der Castle Compensator gibt dir halt Waffenrückschusskontrolle, was du noch tun kannst. Das ist halt stark. Ich mach das noch. Dann machen wir das Schlagervisier wieder. Ich find's gut, dass es 130 Visiere gibt und du jedes einzelne durchgehen musst. Hm. Bis du da irgendwann ankommst. Schlager. Okay, es ist auch schneller, wenn du rechts rumgehst. Können wir uns merken. Schlagervisier kannst du direkt, also nach links drücken einmal. Andere Seite, andersrum gehen. Oh ja, das ist auch lecker. Auch lecker. Mhm. Muss aber das Visier noch auf fern stellen. Boah. Das ist aber auch auf Range wieder. Hm. Sehr viel visueller Rückstoß. Ja, nee, das ist auch nicht auf Range. Aber da geht's nur nach oben. Im Vergleich zu Scar geht's wirklich nach oben. Bei der M4? Ja. Also, weiß nicht, wie du die gebaut hast, bei mir geht's nicht nur nach oben. Doch, bei mir geht's nur nach oben. Bei mir geht die irgendwann nach links und dann wieder in die Mitte. Weil ich zeig dir mal, ich mach mal ein Screenshot von meinem Dings. Hast du Tempus Hightower, F-Tech Castle, Phase 3, 60 Schussmagazin, Schlager? Ich hab schwerer Komodo, hab ich vorne dran. Schwerer Komodo? Ja, wie bei der Ska. Okay. Mal ganz kurz, wo ist denn. Aber er wird jetzt nicht so einen großen Unterschied machen, oder? Warte mal. Ja, das geht also, das geht auf jeden Fall nicht nur nach oben. Ich mach den Screen. Was ändert sich denn beim Tunen des Visiers? Du kannst die, also das, was ich mache, du kannst hier die Distanz von deinem Visier einstellen. Quasi wie so FOV kannst du einstellen. Wenn du es nah machst, dann bist du halt näher am Visier dran, hast mehr visuellen Rückstoß. Warte, ich zeig's dir im Vergleich. So. Ich hab ihn voll gezeigt, ne? Ja, sofort. Das ist halt quasi das. Und jetzt vergleich mal direkt mit fern. Da ist das Visier deutlich weiter weg und hast dementsprechend weniger visuellen Rückstoß. So, aber links hast Scar, du dich hingelegt? Nee, im Stehen von ganz hinten. Im Stehen, okay. Dann lass mich mal vergleichen damit. Also links ist Scar, ne? Rechts ist M4. Mhm. Also, aber die M4 hat halt mehr visuellen, also viel mehr visuellen Durchschuss, viel, viel mehr. Da dampft es die ganze Zeit immer so geisteskrank rum. Ja, ja. Ja, aber schieß mal auf den letzten Gegner. Ja. Da wirst du merken, dass sie halt schon. Ja, ja, da. Weißt du, ich meine? Hm. Ja, nee, was mich am meisten stört, ist dieser Rauch, da die ganze Zeit. Ja, das schießen. Auch, das ist echt gut. Der ist halt bei der Scar gar nicht so schlimm. Nee.
Lachmann wird halt, glaube ich, nicht so viel Damage haben im Chat. Deshalb, ich glaube, die lohnt sich nicht so doll. Fahnenkreuz kann man, by the way, nicht ändern, nein. Ich hoffe halt einfach, dass die Ska, also die Tac 56 nicht so ultra wenig Damage hat. Das wäre natürlich scheiße. Nee, hat die, glaube ich, nicht. Die hat, glaube ich. Boah, weißt du, was ich probiere? RPK. Ja, Schalldämpfer ist halt die Frage, ne? Aber ich glaube. Schalldämpfer wissen wir halt nicht, ob das. Ja, viel, viel weniger visueller Rückstoß, viel, viel weniger. Bei der Ska. Das ist viel schöner, viel angenehmer. Probier hier mal mit Schalldämpfer zu spielen. Phase 3. Mit fetter Lauf eigentlich noch. Dann wird die aber richtig slow ins Visier wahrscheinlich gehen. Ich hab die Lachmann schon probiert, Chat, aber. Also auch in meinem Video. Die wird gezeigt, halt kein Damage machen. Ja, ich glaube, die macht zu wenig Schaden dafür. Da ist dann die Ska, egal wie wenig. Ja. Ach Mann, Digga, ich finde dieses Schlagervisier nie. Volkar-Schlager, da ist doch. So, tunen auf Fern. Den Lauf auf Rückschussstabilität. Range, würde ich jetzt sagen, ist nicht mal so wichtig eigentlich. Rückschussdämpfung. Nee, bei den Kampf werden die Lachmann dazu zurückgestoßen, glaube ich auch. Oder? Ich weiß ja gar nicht mehr. Kampfquer Lachmann? Naja, das ist ja auch ein Einzelschuss, ne? Ja, aber die kannst du ja voll Match stellen. Ja, da hat die aber zu kleines Magazin, oder? Weiß ich nicht. Und selbst dann, also für die ganze Kombination, glaube ich, alles ist gut. Ja, es gibt hier so viele Mündungen, die wirklich genau das gleiche machen, laut dem Call, weißt du? Ja. Also auch vom, ich weiß echt nicht. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass man auf Range nicht durchzieht, die Waffen. Ja. Weil so eine RPK. So eine RPK. Immer so 10 Schüsse und dann wieder aufhören. Ja. So eine RPK hat zwar viel zu viel Recoil, wenn ich die durchziehe, aber wenn ich die so ein bisschen burste, dann kann ich damit schon beamen auf Range. Ja. Und wenn die halt eine krasse TTK hat, dann könnte das halt auch krass sein. Bin ich jetzt blöd? Der Schlager ist übrigens wirklich besser als das VLK, finde ich. Ja. Wer hat's erfunden? Hier will ich jetzt nochmal die Mündung ändern. Oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Nein, okay. Was denn? Okay. Auf gar keinen Fall. Ich habe gerade die SO14 dann vollautomatisch gemacht. Nee, kannst du wirklich komplett knicken. Weiß ich auch. Ach du Scheiße. Habe ich auch probiert im Multiplayer sogar und das nein, war nicht nein, geil. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, also man muss sagen, ohne Schalldämpfer viel weniger Rückstoß, ne? Also, ja, boah, das ändert schon krass viel, muss man sagen. Ja, diese Mündungs. Diese Mündungen, die haben halt wirklich Rückstoßkontrolle. Trugel, der hat ja gestern das Video gemacht, Rückstoßkontrolle ist das, was wirklich hilft. Und dieses Dämpfung von Rückstoß und so, was der Schalldämpfer hat, das bringt nicht so viel. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass ohne Schalldämpfer Meter ist. Aber wenn du halt auf der Map angezeigt wirst, das wissen wir halt einfach nicht, ne? Aber warum sollte man nicht? Warum glaubst du nicht? Ja, eigentlich wird es so sein, ne? Also Tag 56 gefällt mir von dem, was ich hier bisher testet habe, sogar wirklich am besten. Und die MCPR, also da werden ganz miese Shots gehittet, sage ich dir. Da werden ganz miese Shots gehittet, wenn die wirklich One-Shot ist. Genau, ja. Aber ganz, ganz miese. Ey, wieso ging das noch nicht? Ja, mal gucken, was wir dann spielen, ne? Ja, schaltet auf jeden Fall später live ein, wenn es dann reingeht. So, das war perfekt für morgen der Upload. Wir testen Wappen. So, Warzone 2. Ja, ich bin auch immer noch dabei. Ich habe so die wichtigsten, glaube ich, getestet. Hey. Schieß schon. Das ist schon geil. Moin Manu. Warzone 2 sei bitte jetzt da, okay. Das wäre geil. Ja. Danke für den. Ich glaube, die Tag 56 hat mir mehr gefallen. Kuss. Ja, ja, also du wirst wahrscheinlich nichts.
nächstes so machen können, dass wir merken, dass jetzt 56 würde ich sagen. Boah. Könnt ihr euch das vorstellen, so richtige Three Pieces mit der Waffe, richtig schön polyatomar MCPR, boah, ums Eck pieken, weg, ums Eck pieken, ums Eck pieken, weg und boom, Team Wipe. Einer Self-Wipe, Team Wipe. Hm. Es ist schon machbar irgendwie mit dem Kampfgewehr, mit dem Scar-Kampfgewehr, aber. Hä? Wieso war das ein Hitmark einfach? Nee, guck mal, wenn man das jetzt nochmal, wenn man das nochmal direkt vergleicht. Also hast du auch beide probiert, Chris? Das ist Kampfgewehr und das Sturmgewehr? Ja, ja, Kampfgewehr ist Schrott dagegen. Sturmgewehr ist besser, ne? Ja, ja. Sturmgewehr ist besser. Das ist wirklich zu viel Recoil. Ich glaube, so von den, wirklich von den vollautomatischen Waffen ist, glaube ich, Scar die beste Entscheidung, glaube ich. SPR mehr Mobility, SPR auch keine Sniper halt einfach, ne? Hm. Also SPR wird ziemlich sicher kein One-Shot-Headshot. Ist wahrscheinlich ja, da, genau, da ist halt wahrscheinlich, dass es kein One-Shot-Headshot ist. Dass nicht One-Shot-Headshot ist, die haben weniger Bullet-Velocity wie dem erst, die haben kleinere, es ist halt alles geringer. Das ist wie, die Car hast du auch am Ende nicht mehr auf Caldera gespielt, weil die nicht mehr One-Shot-Headshot gegeben hat. Und dann haben halt die Vorteile von so einer fetten Sniper überwogen, die halt One-Shot-Headshot gemacht haben. Hm. Bullet-Velocity hatten, kein Bullet-Drop, keine, die fetten Sniper waren halt auf jeden Fall dann besser. Ja. Minibug. Aber baut man auf CV-Geschwindigkeit die SP? Nee, safe nicht. Nee, ja. Überhaupt nicht, würde ich machen. Nee, nee. Weil ich finde auch, die gehen sogar trotzdem noch okay schnell ins Visier. Du musst dich ja wirklich in die Lage verlegen, dass du wirklich eine Sniper auf Range spielst. Und dafür geht die. Bauen wir mal eine MCPR nach und sag mal, wie du die findest. Ich mach grad erstmal die SPX. Okay. Ich hab die sogar nicht mal getuned, tatsächlich, die Ding. Warte mal, effektive Reichweite ist doch egal. Ja. Ich hab den F-Tech Reaper. Die kenn ich eigentlich auch noch ZV. F-Tech Reaper? F-Tech Reaper schaltet. Ja, was für die Geschossgeschwindigkeit. Achso, ist ja alles. Ist ja. Aber da brauchst du die effektive Reichweite oder nicht? Würde ich sagen, nein. Nee, würde ich auch. Dann nimm doch lieber den daneben, den Dreadnought. Das ist der größte. Ich glaube. Wenn du auf Reichweite und Ding auf die Balken guckst, ich glaube, der gibt nicht so viel Bullet Velocity, weil der ist auch viel kleiner. Stimmt. Ja, okay. Ja, schön, dass wir keine Hard-Ding haben. Dass wir nicht Nummern haben, so wie bei Vanguard, was wirklich dabei steht. Schade da. Dass man halt einfach nicht weiß, was die Aussätze wirklich machen, ne? Ist halt wirklich blöd. Ja, das ist wirklich echt. Ich würde schon auch noch immer noch auf ZV irgendwie gehen. Ja, einen Laser würde ich halt mitnehmen auf jeden Fall, ne? Ah ja, Laser für Zielstabilität auch wichtig. Sicherheit beim Laufen ist eigentlich auch egal. Ich glaube, so will ich wahrscheinlich spielen. So, warte, ich teste mal so. Das auf jeden Fall. Geht die jetzt bedeutend schneller ins Visier? Ich weiß gar nicht. Ah, boah, die ist halt so geil. Du kannst eigentlich auf jede Range quickscopen, weil die so wenig Idle Sway hat, meine MCPR. Ja. So geil. Einfach den Mittelpunkt da centern und oder, so und abdrücken. Oh, und daneben geschossen. Super. Also. Ja, geht schnell ins Visier. Okay, ich bin, also meine geht dann auf jeden Fall wahrscheinlich für dich nicht schnell ins Visier. Aber sag mir mal deine SFX-Klasse. Hä, wieso habe ich denn keinen Schalldämpfer jetzt drauf? Was ist los gerade? Was ist los? Hast du einen Schalldämpfer drauf gemacht oder nicht? Hä? Ist verbuggt? Echt? Ich habe einen Schalldämpfer drauf gemacht, der ist aber jetzt gerade nicht drauf gewesen. Das ist gut. Oder bin ich lost? Jetzt ist es erst die Klasse, die ich hatte. Davor einfach ohne Aufsätze gespielt, super. Ja, ich habe davor ohne Aufsätze gespielt. Oh, geht schnell ins Visier. Aber geht auch schnell ins Visier. Soll ich dir zeigen, meine Dingsklasse? Mein SPX? Oh, du hast 100% den Schaft auch genommen, ne? Ja. Naja, dann geht deine Dodge schnell ins Visier. Wobei, geht eigentlich. Ja, aber also sagst du, es ist. Das ist, glaube ich, auf Range nicht so geil, weil die krass viel Idle Sway hat. Du musst halt immer. Hey, ich bin wieder rausgeflogen. Manu. Du musst immer Luft anhalten. Ja, das mache ich ja sowieso. Oh ja, boah, die schießt halt auch sehr schnell, ne? Mhm. Ja. Ja, das wird halt. Aber du feierst, das hast du schon immer generell mehr gefeiert, so diese. Du hast ja auch bei der Kani den Zielstabilitätsschaft gespielt. Ja, genau, ich war schon immer. Ja, nee, aber wenn du nach so einem Shot wieder ins Visier gehst, dann brauchst du auch wieder kurz eine Weile, bis der sich wieder centert, wenn du Luft anhaltest und so. Anhältst. Das geht. Und deshalb. Ich glaube, meine ist besser. Ich glaube, ich habe die Klassen gefunden, die ich empfehlen würde. Ja. Jetzt. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine verleutsche Sniper-Klasse, 100%. Eine verleutsche Sniper-Klasse. Absolut. Ja.
Aber auf Range, Digga. Warum gibt die denn keinen Headshot da hinten? One-Shot. Ah. Doch, doch, sehe ich mich. Das sind die Klassen, die ich empfehle. Das sagt jetzt schon, welche fanden die jetzt besser? Ich würde sagen, Tag, SPX. M4 sah eigentlich auch noch okay aus. MCPR-Visier hat auch einen viel höheren Ding, Zoom. Ja, ja, das kann schon sein. Also, was ja, also das ist auf jeden Fall AKU auch. Was ist AKU, hat man in meinem anderen Video gesehen. Was finden Sie, sieht es besser aus, das hier, dann 1, Chat? Oder die SPX, die ich gerade geschickt habe, dann 2? Ich muss sagen, das sieht, also, damit fühle ich mich viel mehr confident. MCPR wirklich viel besser. Warum keine von den DMRs, SPR zum Beispiel, habe ich gerade erklärt, weil die viel weniger Bullet Velocity haben, du einen Aussatz für ein Visier auch brauchst. Und, ich glaube, die nicht One-Shot-Headshot machen werden. Ich glaube, für wirklich Long-Range Al-Masra wird das wirklich besser sein. Okay. Und dann richtig schön in Polyatomar. Ui, da schön die Snipes verteilen. Ui. Ja, ich glaube AKU ist sogar eher als was, ne? Ja, AKU halt wirklich krass, aber nur wenn die halt nicht genervt wird, ne? Ja. Weil die war halt schon sehr dominant, sag ich mal. Na gut. Na gut. Dann enden wir das Video, ne? Dann beenden wir das Video. Lass ein Like da. Und ein Abo. Und ein Like. Und auch noch ein Like und Kommentar. Und gerne auch nochmal ein Like. Und noch 2 Kommentare. Was sollen die Leute in die Kommentare schreiben, die bis hierher geguckt haben? Hashtag. Nur Hashtag. Nur Hashtag. Hashtag. Ausgeschrieben Hashtag. Ausgeschrieben Hashtag. Ja. Hashtag. Gut. Damit alle Leute wirklich denken, so, hey, was ist denn jetzt los? In die Kommentare gucken. Hashtag?